Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines und ich gehe jetzt erstmal. So, wieder da. Das war sehr lange. ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was wir beim letzten Mal alles gemacht haben, deswegen schließe ich das jetzt einfach hier an, weil ich es kann. Genau, nee, wir hatten ja hier den Krempel da, Büschchen gebaut. Ja, doch, genau. Hier hat man noch das eine oder andere gemacht. Hier glaube ich auch. Genau, mit dem Weg hier. Könnte ich da rüber? Ja, könnte ich sogar. Komm, das machen wir gerade. War hier, gell? So, immer nichts kaputt. Genau. Da hinten ist zwar nichts, aber pff, was soll's. Aber ich könnte ja da hinbauen. Ach ja, ich habe im Moment einfach nicht so Zeit gefunden. Jetzt hat der da einen Swimmingpool. Wow, das ist zu weit. Okay. Keine Ahnung, irgendwie komisch. Nee, ich habe im Moment doch nicht so die Zeit gefunden, hier entsprechend alles ja, grün zu gestalten und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt einfach Spaß dabei hin und gestalte hier so ein bisschen grün. Nee, halt, das war... Hier muss ich das machen. Da. Und da. Nee, Size. Größer. Genau, ich setze jetzt einfach nochmal hier irgendwas drüber. Damit ein bisschen was da ist. Ja, oh, das wollte ich jetzt eigentlich so gar nicht. Egal. Mache ich jetzt hier einfach mal. Rüber kann ich ja im schlimmsten Fall immer abreißen. Werde ich dann wahrscheinlich auch machen. Werde echt, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, werde ich sowieso hingehen, das entsprechend, ja, anpassen. Dass das Ganze schöner aussieht. Oder werde ich dann vielleicht mal Timelapse machen und irgendwas dazu erzählen. Weiß ich noch nicht, kriege ich das weg? Okay, das geht irgendwie nicht weg. Gut, dann bleibt es jetzt erstmal da. Was war eigentlich hier mit... Transport, Züge 32, aber viel Touristen. Gut. Läuft alles. Genau, das hier hatten wir ja auch mal ein bisschen angepasst. Das sah alles so komisch aus. Ja, da hatten wir beim letzten Mal viel rumgespielt. Ah, hier vor allem. Aber apropos, wie war das noch einmal? Ha. So war's. Jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Nee. Okay, jetzt muss ich doch nochmal probieren. Ja, ich habe es glaube ich wieder aus. Ah, genau, hier. Doch noch weiter runter. Ja, so ein bisschen. Wieder hoch und hier ein bisschen runter. Lalala, ich fange schon wieder an. Ich lasse das mal. Ja, nee, jetzt fängt er schon wieder an. Das ist doch scheiße. Ich bin komisch in der Hinsicht. Ach, bin ich gar nicht. Soll er einfach alles irgendwie stimmen und ordentlich aussehen und hast du nicht gesehen und so weiter. Ah, da habe ich doch schon das eine oder andere ordentlich gemacht. Gut. Ja, was machen wir dann als nächstes? Ich krieg den Scheiß hier nicht weg. Ich kenne mich einfach zu wenig mit dem Krempel aus. Ja, Wohnungen wollt ihr weiterhin. Ja, könnt ihr haben. Gut, dann gibt's hier drumherum jetzt erstmal Wohnungen. Und zwar... Nee, bitte so, wie ich es gern hätte. Da ist aber viel Freifläche. Belege ich gerade. Ja, gut, dann lassen wir das erstmal frei. Das heißt, wir gehen jetzt hier... Machen wir gleich drumherum. Mal bis hierhin machen wir das. Gut, hier unten, das können wir eigentlich hier dann auch machen, weil auf der anderen Seite sind ja eh Wohnungen. Dann kann man eventuell hier unten das auch noch zumachen. Zumindest später. Das hier können wir eigentlich gerade zukleistern hier. Da auch. Ja, das sollte in Ordnung sein. Außen habe ich ja... Was gelegt? Wie sieht es jetzt hier mit den Grundstückspreisen aus? Okay, das ist irgendwie nicht so dolle. Aber so ein Riesending, das ist natürlich total logisch.
So einen botanischen Garten. Kann man den noch irgendwo hin basteln? Nö, geht natürlich nicht. Irgendwas anderes. Was war das hier? Oh, das war ganz schick. Ein kleines Teilchen. Geht dahin. Ah, und schon sieht das anders aus. Wie sieht es eigentlich generell aus? Ah, hier ist nicht toll genug. Wollen wir hier sowas hinbauen? Nö. Da können wir es hinbauen, oder? Nee, geht nicht. Da können wir es hinbauen. Hilft das jetzt? Ja, hilft. Schön, jetzt ist das auch voll. Und der Rest ist eigentlich überall gut bedient. Na, hier hinten nicht. Komm, dann kriegst du auch noch sowas. Hingeklatscht. Dann fühlt ihr euch da hinten auch toll. Genau. Oh, hier ist eh viel zu bauen. Ja, da gibt's viel zu machen. Aber apropos, ich kann ja gerade hier nochmal. Ah, ne, an die Seite macht er nicht. Gibt das da wenigstens? Ne, geht auch nicht. Ah, gut, und eben nicht. So, die wachsen drumherum. Rums, genau. Jetzt überlege ich aber gerade, ob ich hier da hinten dran irgendwie einen Weg mache, weil irgendwie ist das jetzt wirklich zu kahl. Was ist das hier nochmal? Cycles and Emergency. Aber wie komme ich da raus? Der ist viel größer, gell? Hier fehlt doch schon wieder was. Da brauche ich mich nicht wundern, dass das da nicht ja, wächst und gedeiht. So, da kommt was Größeres hin. Ja, minimal. Ja, die Mitte kann grundsätzlich einfach so bleiben. Da ist aber hoffentlich auch überall was. Genau, es sind alle wieder. Alle Zonen besetzt. Ja, aber warum. Wie mache ich denn das da drin am besten? Erstmal sollten wir den Weg auswählen. Das ist. Kann ich hier raus? Nee. Nirgendwo kann ich einfach so rausgehen. Ohne was kaputt zu machen. Was ich natürlich machen könnte. Ich gehe hier raus. Was zum Geier wird das? Kann ich hier raus? Ja, dann machen wir das Rechte natürlich kaputt. So, ja, es ist ja gut. Das ist irgendwie aber etwas komisch hier. Was man machen könnte, wäre. So, rüber. Ist das zu niedrig? Eigentlich nicht, oder? Gehen wir noch ein bisschen höher. Na, werde ich nicht. So, und hier jetzt runter. Ja, eigentlich dann da lang. Aber wirklich viel mehr kann ich jetzt auch nicht bauen. Aber gut, okay, da haben wir schon mal eine Verbindung darüber. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ach, das ist eine U-Bahn. Hahaha. Ja, kann ich hier irgendwo runter? Nö, das bringt ja dann auch nichts. Dann kann ich das da eigentlich sogar lassen. Das hätte ich mir eigentlich sparen können. Hier hinten brauchst du auch nichts machen. Oder? Wo ist denn der Weg wieder? Da ist er. Ja, obwohl hier kann ich natürlich bis hierhin. Nee, nicht da dran. Ah, scheiße, es war klar. Komm, du mal da hoch. Es war klar, dass das Gebäude dann kaputt geht. Was es eigentlich so nicht hätte sein sollen. Nee, das nicht. Oder? Nee. Nee, jetzt ist. Genau, jetzt bleibt. Jetzt könnte natürlich dann da wieder was Großes draus werden. Aber ein bisschen was gewonnen. Das hier können wir dann auch gerade machen. Hier ist natürlich kein Weg hier rüber. Das hätte ich eigentlich gern noch.
Ach komm, dann machen wir das einfach mal. So. Genau. Oh, wie süß. brauchen wir nicht mehr. Dann kann ich aber jetzt... genau, da können wir Packbänke hinsetzen. Kleiner. Oh, wo waren das jetzt schon wieder? War das hier? Oh, irgendwie vergesse ich das jedes Mal. Genau. Parkbench. Zack, 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 zack. Vier hingeklatscht. Und der Rest wird dann hier mit Wohnungen, zumindest hier mit Wohnungen aufgefüllt. Hier unten bin ich überlegen, was ich dahin mache. Das lasse ich erstmal frei. So, Moment, gerade mal das Mikro. Na, so, jetzt ist es richtig. Da geht nichts hin. Dann lassen wir das da hinten so, wie es ist. Hier gibt es viele Details mittlerweile zu machen. Da werde ich einiges zu tun haben. Einiges, ja. So, Wohnungen wollt ihr immer noch haben. Arbeitsplätze wollt ihr gar nicht haben. Gewerbe wollt ihr haben. Gut, aber ihr wollt eh weiterhin Wohnungen. Dann kümmern wir uns auch erst um die Wohnungen. Das heißt, können wir mit dem Weg hier irgendwo raus, ohne was kaputt zu machen? Nö, natürlich nicht. Aber wir können einen Weg von hier nach da führen und den hier lang. Kommen die auf der Seite dann raus? Kommen die da dran? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht, denn da geht's raus. Das heißt, wenn ich jetzt einen handelsüblichen Weg nehme, der war hier. Ja, dann kann ich da nämlich anknüpfen, wie vermutet. Nee, das bitte. Den bitte. Das geht auch nicht. Ja, aber so geht's dran, ne, wie ich es vermutet habe. Aber da müsste ich doch mit dem anderen Weg auch dran können. Der war hier. Nee, der verbindet sich nicht. Hm. Dann müssen wir doch den klassischen Weg hier nehmen. Genau, der verbindet sich damit nämlich. Kann ich mit dem irgendwo anders lang? Ach genau, wir können dann hier gerade bis... Nein, das habe ich angewählt. Danke. Also können wir das hier gerade mit... ja. Den Häuschen da und so weiter, ne? So, genau, die können ja dann auch auf die andere Seite rüber. Das heißt, die haben hier die Möglichkeit rauszugehen. Hier sind sie sowieso auf der anderen Seite. Hm. Mache ich das aber jetzt mit dem Fußgängerweg. Ja, mit dem Zonable. Halt, der war hier. Das ist knifflig. Aber wenn ich das mache, dann kann ich ja gleich eine Straße bauen. Nee, ich muss ja keine Straße bauen. Es war wieder so klar. Warum geht das da kaputt? Ich baue doch extra nebendran. Das ist hirnrissig. Ach, weil das ja... das ist so dumm. Das ist irgendwie dumm. Nee, dann kann ich da nicht hingehen. Dann brauche ich hier nicht reingehen, weil das geht mir dann alles kaputt. Das bringt ja dann, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich was. Nee, da machen wir eine Parkbank hin. Wo ist die Parkbank? Das da ist sie. Jetzt kann ich ja keine Parkbank hin. Machen wir da zwei hin. Ach, dann bauen wir halt hier doch eine Wohnung hin. Meine Fresse. Hier noch was hin. Hier kann man was hinhauen. Hier auch. So, und jetzt können wir wieder so einen Weg bauen und machen wir das hier lang. Dann eben hier lang. Muss ich doch hier durch. So, unten drunter durch. Jetzt sieht das hier auch wieder ein bisschen komisch aus. Aber jetzt kann ich wenigstens da hier dann die Wege das hier benutzen. Da brauche ich gar nichts zu bauen. Das bringt nichts. Jetzt kann man aber unten drunter das schön verwenden. So, Grundstückspreise sollten eigentlich soweit dann gut genug sein. Ja, und hier fängt sich dann doch so ein bisschen was an zu entwickeln.
Hier ist ja schon ein bisschen was entstanden. Da müssen wir aber auch nochmal diverse Feinarbeiten machen. So, hier, das mit den Zügen funktioniert soweit. Ja, das einfach so rübergeschwappt, ist auch komisch. Das wird hier jetzt wahrscheinlich wieder passieren, wenn er zurückfährt. Ah, okay, gut. Ne, das war nur optisch. Ne, denke ich, habe ich ganz gut gelöst bisher. So, das war ja runter. 124 bediente Passagiere. Und wie viel sagt er jetzt hier insgesamt? 45 und 201. So viel Touristen. Das ist eine Hausnummer. Was wollte ich eigentlich noch Rest gucken? Genau hier, 2. Das sind insgesamt, glaube ich, weniger geworden. 8300 nur noch. Hm. Naja, gut, okay. Hier muss natürlich auch noch diverses an Fine-Tuning betrieben werden. Was ist eigentlich hier mit der Station hier? 27, das ist natürlich nicht viel. Das ist ein Einkaufszentrum? Ah, okay, Apple Store. Wie heißt das Ding? Neues Einkaufszentrum. Ja, nee, ist klar. Das hier läuft auch, ne? 2. Süß. Bei dem hier 0. Juhu! 0! Müssen wir noch buschen. Wo war ich denn jetzt? Was könnte man denn hier noch alles machen? Wege hier sind ja in Ordnung. Hier der Weg auch. Gut, man kann das hier natürlich verbinden. Irgendwie. Man kann es auch lassen. Ja gut, ich kann natürlich jetzt hier auch, nee, den Weg hier machen. 6 Meter ist immer noch zu niedrig. Dann nochmal von vorne. Genau, 9 Meter reichen. So, und dann können wir hier hinten natürlich noch entsprechend weiterbauen. Jetzt hat man aber da die Verbindung. Hä? Wieso ist hier eine Einbahnstraße? Was soll denn der Quark? Hä? Was? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Was soll denn der Quark? Ja, geht doch. Hä? Was ist denn da kaputt? Was stimmt da gerade nicht? Okay. Das muss ich gerade nicht so verstehen. Hm, okay. Ja gut, dann... Halt nicht. Verstehe ich gerade echt nicht. Wie sieht es hier eigentlich aus? Strom... Strom ist natürlich jetzt langsam knapp. Könnten wir mal so ein dickes Ding bauen. Das bauen wir am besten einfach. Mal hier so hin. Springt der Strom hier oben gleich nach oben. Plopp, aber mal dezent. Da ist noch genug da. Müll ist auch in Ordnung. Da ist hier hinten die Auslastung ein bisschen höher. Müssen wir vielleicht gucken, ob man da hinten dann zukünftig was hinbaut. Ja genau, Müll. Wo fahren die denn überall lang? Müll war hier. Da vielleicht nochmal. Ja, müssen wir gucken. Das eine oder andere müsste man anpassen. Oh, die wollen sehr viele Wohnungen. Ja gut, können da haben. Ja, dann wird halt weiter gebaut. Ne? Hier mache ich aber keine Wege rüber. Beziehungsweise wenn die einfachen überhaupt. Wohnungen. Also klatschen wir das hier mal voll. So. Hier unten ebenso. Ne, das eine da noch nicht. Das sollte eigentlich dann erstmal ausreichen. Hier gibt es dann noch überall Büros hin. Ne, da geht eh keiner. Was sagt die Station? 106. Hier ist ein Weg rüber. Hier geht's lang. Taxenstand müssen wir hier eigentlich noch hinmachen. Taxen, Waren, Transport. Eigentlich muss ich direkt gegenüber machen, wo es passt.
So passt's. Nee, das verschiebe ich. So hin, genau. Jetzt kann da nämlich mehr gebaut werden. Ein größeres Gebäude und das sieht dann auch, ja, B.Esser aus. So, Grundstückspreise sollten soweit noch in Ordnung sein. Dann können wir auch ein bisschen schummeln. Wieder zwei Parkbänkchen hinmachen, da noch eins. Ja, ist schon das eine oder andere möglich. Genau, das sollte dann erstmal soweit ausreichen. Auf der anderen Seite kann man auch genug, da ist eine kleine Freifläche dann. Es ist nicht so schlimm. Hier sind keine Ampeln, genau, ich will keine Ampeln, das ist doof. So, was hat sich hier soweit drumherum? Ja, da hat sich doch ein bisschen was entwickelt. Grundstückspreise sind in Ordnung, Arbeitsplätze sind vorhanden. Genau, Krankenhaus ist da hinten eins. Was ist hiermit? Arztpraxis hat bisher immer ausgereicht. Und dann gibt's auch hier eine. Na, kommt die halt so hin. Das sollte dann auf Dauer ein bisschen helfen. Wie ist denn die Auslastung bei euch hier? 6 von 6, 600 von 3000. Gestorbener aufbewahrt. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Feuerwehr, okay, gut, da brauchen wir definitiv hier hinten. Ne, da ist noch eine. Ist das eine Feuerwache? Feuerwehrhaus, ne, das reicht eigentlich dann. Polizei ist da eine, und dann machen wir am besten hier noch eine hin. Dahin. Damit das da nicht so. Okay, hier ist noch. Na, das wird dann kaputt gehen. Wir immer nur Polizei reinkriegen. Hier kann man eine reinkriegen. Wo müssen wir noch mit der Polizei schauen? Wenn wir schon gerade dabei sind, dann können wir das ja auch machen. Geht eine hin? Geht hier eine hin? Da geht eine hin. Ja, es ist mir dann doch lieber, wenn ich dabei bin. Dann können wir das eine oder andere gerade setzen und beseitigen. Da ist alles in Ordnung. Oh, hier weniger. Das heißt, hier kommt einer hin. So. Nee. Damit da die Kriminalitätsrate runtergeht. Hier ist noch... Nee, ich will sie bitte... Also hier anhaben. Genau. Drumherum kann gebaut werden. Genau, hier ist dann auch eine. Ist hier alles? Das sollte eigentlich soweit in Ordnung sein. Ja, wir können ja hier nochmal eine hinbauen. Lieber habe ich jetzt 4 zu viel als 2 zu wenig. Genau, das wird sich wahrscheinlich dann auf Dauer bessern. Hier hat es scheinbar auf jeden Fall was bewirkt. Oh, das sind Büros. Wow, ja, hier unten wird doch ein bisschen was draus. Ich muss echt schauen, wenn ich die Zeit habe, dass ich dann anfange, die ganzen, ja, Schönheitsoperationen, sag ich mal, zu machen. Siehst du, nee, das alles zu verzieren in dem Sinne. Ich muss echt überlegen, was ich da alles mache. Das ist, ja, ich muss kurz gehen. So, wieder da. Das wird ein Riesen... Das wird unglaublich viel werden. Das wird unglaublich viel werden. Oh ja, genau. Bau auf die Schienen da. Ich glaube, da habe ich mir irgendeine Scheiße installiert. Zweimal das Ding da genauso. Oh Gott, was ein Quatsch. Naja. Wie viel transportierst du? 97. Und du da unten immer noch keinen, oder? Einen. Ja, der kann jetzt nämlich hier rüber. Okay, das heißt, so Gleise müssen wir natürlich dann noch bauen. Weiß nicht, ob ich in die Mitte groß was machen soll. Wollen immer noch Wohnungen haben. Ja, okay, dann gibt es hier noch die Wohnungen. Und die hier unten gleich mit. Wasser dürftet ihr alle haben, genau.
Dann müssen wir jetzt Buslinien machen. Erstmal. Ja, okay, und U-Bahn müsste ich auch noch hinzubauen, hinzusetzen. U-Bahn-Linie, dann setze ich die am besten mal. Kommt eine hier hin. Und eine hier hin. Dann machen wir die so am besten gleich. So, wo kann ich die verbinden? Das geht alles nicht da lang. Ja, da muss ich irgendwie da lang. Dann geht's nicht anders. Gut, dann gibt es jetzt hier so eine kleine Linie. Eine wirklich kleine Linie erstmal. Und dann machen wir. Nein, ich bin noch fertig. So. Okay, doch nicht. Ey. Sachte. Hier lang, hier lang. Oh, kann ich noch mal lang? Ist denn hier keiner mehr? Da ist einer, genau. Da lang, da lang. Da lang. Da lang. Ich mache jetzt nicht so eine Riesenrunde. Hier hinten lang. Und zack, da ist er fertig. Nur noch 13 Haltestellen. Das ist was. Oh, das sind die Anzahl der Fahrer, der Leute, die mitfahren. Das ist richtig. Das ist ja cool. Das heißt, wenn ich jetzt Schienen? Nee. Und jetzt bei dem hier gucke. Oder bei der. Beziehungsweise. Wenn ich hier gucke. Ah. Das ist ja interessant. Das habe ich gar nicht gesehen. Siehst du, es ist mir gar nicht aufgefallen. Hat eine Passagiere, einer. Hier sind schon ein paar mehr. Das ist immer für die entsprechenden Linien, die die warten. Ah, hier kann man doch mal anheben. Das sind entsprechend ein bisschen runter. Nee, doch nicht hoch. Die Ampel da kann aber weg. Was soll denn der Quatsch? Braucht keiner. Ah, das ist natürlich cool. Ach ja. Ach ja. Wo ist denn hier eine Haltestelle? Ne, da ist eine. Oh, da warten einige. Hier oben wird kaum gefahren. Von der Polizei und von dem Bus. Wer immerhin, ne? Oh, das hier kann ich aber einfach anheben, oder? Oder das senken. Irgendwie so. Gut, okay, lassen wir das mal. Jetzt will ich echt mal gerade hier ein bisschen durchgucken. Wo ist denn noch eine U-Bahn? Nehmen wir doch mal eine U-Bahn. Hier irgendwo eine Stadt selber. Wo haben wir denn eine U-Bahn? Da ist eine. Ach. Ich hab's doch ausgemacht. Boah, 305. Über 300 Leute warten. Puh, das ist einiges. Oh Gott, wie viel? Kann ich das nochmal im Gesamten aufrufen? Busse hier. Passagiere. 241. Das ist eine neuere Linie. Schon viel. Es bleibt so. Was sagt er? Stau ist nur gerade sagen. Das sind hier die alten. Ja. Und hier noch.
Aber hier hinten ist gar nichts mehr. Was ist eigentlich mit der Autobahn hier hinten? Da ist auch nicht viel, ne? Okay, hier ist schon mehr. Aber das ist keine Autobahn. Auf der Autobahn ist nicht viel los. Hier fahren viele runter. Aber so ansonsten ist hier ist jetzt nicht viel. Okay, hier ist was. Was ist denn hier? Okay, Busse. 165, 154. Warum sagt er mir dann hier aber nur 77? Da stimmt doch die Anzeige gar nicht. Da stimmt doch was nicht. 209 Uhr. Wie viel warten da Leute? Boah. Ja, enorm, enorm. Oh, hier kommt so langsam, entwickelt es sich. Wir müssen aber Buslinien bauen. U-Bahn haben wir schon. Habe ich auch noch ein paar Straßen dabei. Ah, passend alles dazu. Buslinie. Ist hier vorne nicht noch eine? Ah, ne, ist Busdepot ist das. So, Buslinien. Fangen wir mal an. Ach, falsche Seite. Fangen wir hier an. Gehen wir hier rüber. Genau, da geht's in der Mitte durch. Das wollen wir aber nicht. Genau, wir wollen nämlich zum Bahnhof. Das ist automatisch eine U-Bahn-Station. Wie ist denn das für ein dickes Teil? Blub. Hier lang, hier lang, hier lang. Da, 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 da. Okay, da hinten komme ich nicht rüber. Trotzdem gehen wir hier außen lang. Frag mich gerade, ob ich zu viele Haltestellen mache. Oder nicht? Was meint ihr? Sind es zu viele? Ich kenne das ja irgendwie. Ist ja auch mal die Frage, wo, wie eine Stadt aussieht. Entsprechend hat man da halt mehr oder weniger Haltestellen. Hier hinten kann ich. Ach so, ja, okay, gut. Da ist aber noch nichts. Dann geht's aber jetzt wieder hier lang. Wir müssen ja auch irgendwann zurück. Okay, das ist soweit richtig. Das heißt, es geht jetzt nach. Hier geht's lang, hier geht's lang. Hier geht's lang so rum. Ach so, es geht jetzt gerade wieder zurück. Na ja, gut, okay. Ne, in den Kreis wollte ich eigentlich nicht. Hier lang, jetzt muss ich echt wieder. Muss mich gar nicht wieder konzentrieren, sorry. Kondensieren muss ich mich. Kondensieren. Ach nee, falsch. Die da weg und da rein. Weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist, was ich da gerade gemacht habe. Genau, und hier lang. Da ist er. Ach du Scheiße. Wie viele Haltestellen hat die denn? 68 Haltestellen. Oh, da warten aber einige. Nächstes Fahrzeug in einer Sekunde. In unendlich 10 Sekunden. 68 Haltestellen. 7 Fahrzeuge nur. Uah, das ist ja nix. Das ist ja nix. Ich besaufe mich mal gerade. So, da bin ich wieder. Ja, ich muss echt mal gerade gucken. Also, da warten schon einige an manchen Haltestellen. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen ja irgendwie auf die andere Seite kommen, damit wir hier so ein bisschen was haben. Und zwar überlege ich gerade, dass ich hier dran kann. Das heißt, ich mache eine neue. Und zwar, jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. So, Haltestelle. Ne, ich will eine neue machen. Na, es ist jetzt gerade eine neue Linie. So, hier lang, hier lang, hier lang. Genau, hier lang. Und dann geht's. Ja, gehen wir wieder raus. Hier unten lang, genau, gut, da ist jetzt nichts, aber scheißegal.
Ich will ja nur eine Verbindung hier rüber haben. Mehr nicht. Das heißt, wir machen jetzt den Weg hier lang, hier lang, hier lang. Dann geht es nämlich hier rüber. Und wir fahren. Wir können schon mit der Straße hier lang. Also es ging ja bis hierhin, genau. So, das heißt, wir fahren dann. Nee. Hallo? Ach, kann ich. Hä? Kann ich da runter? Ach, dann schiebt der mich ja da oben lang. Nee, das will ich ja nicht. Okay, dann muss ich. Hä? Hallo? Ah, hier. Dahin muss ich. So, und von hier aus gehen wir jetzt einmal in den. Nein. In den Kreisel rein. Oder näher ran. So, wir gehen jetzt einmal durch den Kreis. Also außen lang. In die Mitte wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wobei, könnte man in die Mitte. Nee, da muss ich die Linie, die Fahrt doppelt machen. So, und jetzt kommen wir nämlich hier oben lang. Genau hier lang, genau. Dann sind wir nicht da an den beiden dran. Kommen wir hier hinten nochmal rum. Ah, hier ist er. Das heißt, wir gehen hier lang. Ne, hier lang. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und zwar. Ne, da braucht man das nicht. Hier lang. Und jetzt gehen wir nämlich einfach wieder oben lang. Beziehungsweise in dem Fall hier unten lang. Damit da auch wieder was ist. Boah, das ist echt gerade schwierig, das alles so zu erkennen. So. Wie viele Haltestellen hat die jetzt? Boah, 54. Ist auch nicht gerade wenig. 55 Haltestellen. Okay, ein einziger in Warteposition. Da ist noch einer. Es sind bei weitem nicht so viele. Gut, okay, jetzt gehe ich nochmal. Eieiei, so. Und wieder bei euch. Macht sich das Städtchen immer noch. Ja, wir kommen an der Einwohnerzahl nicht voran. Gerade mal gucken, was sagt die Statistik. Entschuldigung, geht wieder runter. Diese Schwankungen sind echt halt. Ich weiß aber auch nicht, warum. Die ist immer wieder so. Weil selbst wenn ich auf alles Mögliche eingehe. Einzige, was ich mal gerade gucken kann. Geburtenrate, Sterberate. Neubürger. Ja, okay, gut. Müssen wir mal gucken, dass wir die Gesundheit vielleicht wieder irgendwie in den Vordermann bringen. Bildung, was ist mit Bildung? Da gucken wir doch über hier im Gesamtreiter, genau. Da ist eigentlich. Ah, okay. Hier hinten fehlt noch, genau. Also Grundschule. Wie viel Platz hat die? 300. Gut, mal hier hinten kommt eine Grundschule hin. Das sind ja so Dinge, da denkt man immer mal nicht dran. Das ist keine Grundschule. Das auch nicht. Das ist eine Grundschule. Das auch eine Privatschule heißt, ist alles egal. So, sieht wahrscheinlich auch putzig aus. So, dann waren wir was hier noch, ne? Beziehungsweise hier. Hä, wo konnte ich das denn nochmal sehen? Doch einzeln drauf, ne? Ah ja. Oberschule ist da hinten. Gut, dann brauchen wir noch eine Oberschule. Das ist eine Oberschule, genau. Riesenteil. Gut, dann kommt das halt daneben, wenn es Platz hat. Ist mir scheißegal. Ach, das ist auch einer oder was? Okay, gut. Und was ist eine Universität? Nee, das ist keine Uni. Ist überhaupt noch eine Uni? Ah, das ist eine Uni. Okay, wir haben hier unten gar keine Universität.
Ja, ich weiß ja, warum, die wollte ich eigentlich anders irgendwie bauen, aber da habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Beziehungsweise teilweise. Das können wir ja einfach anknüpfen. Nee, hier war es. Nee, ich wollte hier hin. Ich muss ja da. Ah, nee, das verschiebe ich. Die verschiebe ich. Geht hier irgendwo hin? Ach, leck mich doch fett. Kommt die jetzt dahin? Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann hier ein bisschen was gestalten. Dann mache ich das jetzt mal hier. Genauso schön dahin. Okay, das funktioniert dann nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber da scheint doch irgendwas anderes nicht zu stimmen, oder? Ah, schon besser. Das können wir dann nochmal zusätzlich machen. Genau, draußen ist ein Weg. Hier auch und. Ich kann mal irgendwas machen. Sowas zum Beispiel, genau, in die Mitte können wir dann irgendwas Schönes reinhauen. Aber den Brunnen da noch irgendwo. Sowas zum Beispiel. Genau, und dann kann man jetzt hingehen. Da haben wir einen Busch. War das hier? Ne, hier war das, glaube ich, gell? Ne, das ist natürlich viel zu groß. Das hört sich so geil an. Busch drumherum machen. Das hört sich echt total komisch an. Nee, das war zu viel. Nein, um Gottes Willen. Ach du Scheiße. So, la. Was bauen wir da für Bäumchen hin? Mal sowas da hinbauen. Nee, das irgendwie nicht. Was habe ich denn noch da? Ein paar Bäume habe ich ja. Sowas vereinzelt können wir noch irgendwie hinsetzen. Solche? Ne, das sieht irgendwie. Ah, hier genau. So, was hauen wir da hin? Ja. Schön. Hier können wir auch noch irgendwas. Ne, das habe ich angeklickt. Parkbänke kann ich. Parks? Kann ich hier irgendwie. Parkbänke oder sowas? Tischgarnitur. Könnte man ja vielleicht. Was ist denn das hier? Okay, das erkenne ich gerade nicht. Biergartenpark. Nee. Da eine Bank. Nee, die ist etwas falsch rum. Ist etwas falsch rum. So, la. Das muss natürlich ein Mülleimer direkt in der Nähe sein. Das wäre schön. Genau. Sowas kann man hier hinmachen. Da kann man das auch hinmachen. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Was steht denn hier? Ach, ein Pavillon, ganz einfach. Ja, warum auch nicht? Wupp. So, dann kommt hier noch eine hin. Da noch eine hin. Moment. So. So, kommt. Hier eine hin. Hier eine hin. Ja, bisschen Arbeit, ne? Hier eine hin, na. Hier einer hin. Jetzt hätte ich echt gern einen Mülleimer.
das wäre... Oh, nice. Ja, das kann man hier hinsetzen. So ein kleines Teilchen. Uppala. Das kann man da einfach nebendran setzen. Da kann man das hinsetzen. Hui, schon sind wir hier durch. Ja, also man sieht schon, das ist scheiß viel, was man hier machen kann mit dem Krempel. Genau. Blumentopf mit Ständer. Ne, das sieht irgendwie komisch aus, Blumentöpfe da hinzuhauen. Spielplatz wollte ich jetzt nicht machen. Aber ein paar bisschen Gebüsch. Da. Zwar einfach irgendwas, also ich habe da jetzt so speziell mir jetzt nichts vorgestellt. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Das war jetzt nicht sehr clever, nein, nicht sehr clever, was ich gemacht habe. Das reiße ich gerade wieder, nee, die Dinger reiße ich wieder ab, die sind so riesig. Die sind bei der Bahn ganz gut, aber hier, nee. Nee, die sind so groß. Kann man hier... Ah, wir können da solche Bäume da hinsetzen. Einer hier. Hier noch. Genau, hier dann auch. Kein spezieller Abstand. Vielleicht kann man so ein paar hinsetzen. Genau. Irgendwie einfach so dahin. Sieht ein bisschen, ja, sagen wir ein bisschen lieblos aus, aber ja, was soll's, ne? Okay, hier muss noch ein Zebrastreifen hin. Hier muss er hin. Wie sieht's aus? Bevölkerung ist ein bisschen gewachsen. So, das ist ganz gut besiedelt hier. Entschuldigung. Ja, hier auch. Da ist alles im Gange. Hier staut sich's ein wenig. Ich überlege gerade, ob ich hiermit ein bisschen runter müsste. Wie viel hat denn der da drin? 5. Und der hat einen. Was sagen die Passagierzahlen jetzt? Ja, hier 116, 300. Okay. Gehen wir wieder Stoff. Schule ist jetzt... Genau, jetzt haben wir hier auch hinten eine Uni. Oh, eine kleine Uni ist das sogar. Nur 500 Leute. Das ist aber nicht viel. Okay, gut. Naja, was soll's. 1, 2, 3, 4, 5. Ich messe mich immer noch an sowas. Ja, was heißt messen? Das ist halt interessant, weil es die höchsten Gebäude sind. Ah, das mit den Gleisen, finde ich, es sieht komisch aus, aber es läuft halt auch hier hinten, ey, da, was da los ist. Ja, und hier staut sich dann doch ein bisschen. Gut, das ist dann so, ne? Kann man nichts machen. Nicht wirklich. Aber im Grunde läuft es. Es funktioniert. Da keine Probleme. Ich habe die Staus nicht mehr so in der Art und Weise. Muss ich gerade mal am Kopf kratzen. Und vor allem, ich habe auch das... Endlich habe ich es geschafft, dass ich so trenne. Den Güterverkehr und den... Erster und den Personenverkehr. Ich muss nochmal gehen. Ja, richtig gegähnt gerade. So, jetzt was ich auch immer überlegen bin, ist mit der Autobahn. Ob ich da noch irgendwo hier Auf- und Abfahrten mache. Überleg gerade, was ich natürlich machen kann. Ich kann hier eine Abfahrt mal machen. Die Autobahn ist hier. Nee, ich suche eigentlich eine Abfahrt. Nee, Highway, nee. Da was finde ich denn jetzt eine Abfahrt? Auffahrt?
Okay. Angst. Ah, okay. Das sieht dann nur vom Symbol, vom Bild her anders aus. Das war jetzt aber auch nicht gerade wirklich clever. Gut, das kann ich hier noch abreißen. Eine Auffahrt habe ich keine. Muss ich auch nicht unbedingt machen. Was ist denn hier? Also... Aber hier könnten wir vielleicht eine machen. Wenn das geht. Nee, das geht nicht. Dafür liegen sie zu eng aneinander. Aber hier, hier unten kann man doch... Ja, geht doch. Das sieht aber komisch aus. Das sieht sehr komisch aus. Hier könnte ich doch dann... Nee, da ist ein Knick drin, das ist ein Quatsch. Ach, wieso ist denn da so ein komischer Knick drin? So, ist schon besser. Können die da auffahren, wenn überhaupt einer lang fährt? Wahrscheinlich so gar nicht. Ich aber hier mal ganz ein bisschen anheben. Ah ne, nicht schon wieder sowas. Ne, dann mach lieber wieder runter. So. Einmal hoch noch. Dann sollte soweit stimmen. Ja, aber hier ist schon regerer Verkehr hier. Gut, da fahren ein paar auf. Oh ja, doch, sind schon ein paar, die dann... Oh ja, doch, es sind einige, die jetzt hier lang fahren. Im Vergleich zu, was da vorher los war. Oh, hier fahren auch einige ab. Das ist die Frage, wo wollen die alle hin? Was fährt da überhaupt ab? Polizei, ein Leichenwagen. Taxi ist das, glaube ich. Müllabfuhr, okay. Aber die ganzen Gewerbetypen. Ach, natürlich, klar. Haha, logisch, dass die hier langfahren. Die wollen ja hier in den Ring. Okay, das wird sehr viel Stau werden. Die fahren nämlich jetzt alle hier runter. Oder? Ja, die fahren alle da lang. Wobei, viel Stau muss es eigentlich nicht unbedingt geben. Ich habe ja gar nicht so viel Züge mehr am Laufen. Genau. Das fahren nicht alle da runter. Es fahren nochmal welche da oben lang. Genau, jetzt gehen sie wieder auf. Gerade mal spaßeshalber schauen. Wie viel da los ist. Na, noch geht's. Also wenn das mehr wird, muss ich mir dann definitiv was einfallen lassen. Oder ich lasse hier auf die auffahren und dann können sie hier hinten lang fahren. Können sie hier runterfahren? Können sie im Prinzip hier hochfahren? Hier runter? Na? Ach. Das wollte ich doch gar nicht. Und dann können sie hier lang. Wenn es passt, natürlich. So, können wir irgendwo durch in die Mitte zwischen Gebäuden? Nee, sieht nicht so aus. Ach, hier geht's ja durch. Was habe ich denn eigentlich hingebaut? Ach, die Privatschule. Ist auch schön. Dann können wir doch den Weg hier wahrscheinlich nehmen. Es war klar, dass das nicht geht. Sechs, neun Meter. Oh, wieso geht der das jetzt schon wieder nicht?
ist denn das? Oh, wie bescheuert. Was? Geht's noch? Was ist denn hier kaputt? Ja, nee, ist klar, ne? Sag mal, was geht denn hier für ein Film? Ich glaube, ich spinne. Kannst du dich mal am Arsch legen, mein Freund? Was ein Scheiß. Das ist ja Scheiße. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh Gott. Tch, ey, da fällt mir nichts zu ein. Gar nichts. Was ist hier, Leuten? 200, 500. Was ist denn hier dran? Okay. Was macht eigentlich die Bildung? Was sind die Wiese? Da muss ich mich echt drum kümmern. Da fehlt einiges. Okay, mal schauen, wie sich das entwickelt. Gesundheit. Kurz gehen. Ach so, Gesundheit ist auch wieder so eine Sache. Was fehlt dir denn? Ist das wirklich ein Krankenhaus oder sind es mehr? Wahrscheinlich ist es mehr was anderes. Okay, kann ich jetzt hier nicht hinbauen? Das heißt, ich muss gucken. Ja, irgendwie. Ah, danke. Ich wollte eben schon meckern. Das heißt, wir werden dann jetzt irgendwie an der Straße entlang gehen. Nee, das meine ich nicht. Nee, das ist nicht das, was ich da hin haben will, oder? Nee, das war's nicht. Muss ich da drei hinmachen? Ach komm, weil ich es kann. Gut, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, ja, für das hier. Und dann sowas gleich nebendran. In der Hoffnung, dass es die Gesundheit dann bei den Herren und Damen verbessert. Das war ein Akt hier. Das war echt hart, das alles hinzubekommen. Und sonst habe ich ist keine Einbahnstraße mehr. Oh, hier fehlt noch ein Übergang. Bauen wir doch mal hier. Hallo? Wie, ich kann hier kein. Echt nicht. Den kann ich nicht wegmachen. Ach, hier fehlt. Hier ist eine ganz andere Straße. Das ist ja auch Quark. Was habe ich denn da hingebastelt? Aufrüsten. Ach scheiße, es geht ja gar nicht. Ach. Wegen ihm hier. Oh, und das dann abzureißen, neu zu machen. Nee, da habe ich auch keinen Bock. Tja. Da haben wir schon wieder viel geschafft. Generell, oh, hier ist jetzt reger Betrieb hier. Jetzt können die nämlich alle auf die Autobahn und dann können sie hier lang fahren. Was ist denn das da für eine Flotte? Das Feuerwehr? Tatsächlich.
Feuerwehr. Wo fährt denn die hin? Was macht die da? Die fährt jetzt nicht. Die ist jetzt ernsthaft hier im Kreis gefahren. Die ist ernsthaft im Kreis gefahren. Sag mal, will ich verarschen? Was ist denn hier los? 60. Oh, schicke Gebäude haben wir hier mittlerweile. 57. Werden immer mehr. Jetzt sind wir aber geldmäßig im Minus wieder. Kapiere ich nicht. Naja, gut, okay. Dann machen wir Schluss für heute. Ich sage mir immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden. Über einen Kommentar, einen Daumen nach oben, ein Abonnement freut man sich natürlich auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss!